Es wird nicht still um Jens Rennecke, der in der Vergangenheit schon so einigen Tieren das Leben retten konnte. Am bekanntesten wurde die Rettung der Waldohreule Argus, mit der Jens Rennecke quer durch Deutschland zu Presseterminen unterwegs war. Er muss sich zurzeit aufgrund von Betrugsvorwürfen vor dem Amtsgericht Quedlinburg verantworten, wie berichteten in den letzten Wochen. Diese Sache ist noch nicht ausgestanden, da geht er mit neuen Themen an die Öffentlichkeit. Die von ihm geplante Wildtier-Auffangstation, die auf dem Hexentanzplatz entstehen soll, hat, laut Jens Rennecke, nun einen geeigneten Standort gefunden. Der Argus Wildlife Foundation Thale e.V., der große Traum von Jens Rennecke, steht wohl in den Startlöchern. Die Wildtier-Auffangstation soll, wenn sich die Pläne von Jens Rennecke verwirklichen, auf einer 1,2 Hektar großen Fläche hinter dem Wolfsgehege des Tierparks Hexentanzplatz entstehen. Die Einreichung des Antrages zur Nutzung dieses stadteigenen Gebietes steht noch aus, ebenso wie die Eintragung des Vereins. Den Verein gibt es natürlich so noch nicht. Die Satzung ist fertig, seit anderthalb Jahren schon. Und jetzt, wo die seit der Finanzierungszusage, das war Mittwoch vergangener Woche, dass wir dieses Schreiben erhalten haben, seitdem wissen wir, dass wir auch hier eine Einnahmequelle haben, um das auch zu finanzieren, sicher. Ja? Mit der Eintragung des Vereins sind wir natürlich rechtsfähig, wir sind dann handlungsfähig. Das heißt, wir können auch aktiv auf Sponsorensuche gehen. Das heißt, wir sind dann berechtigt, wie jeder andere auch, Spendenquittungen auszustellen. Und das ist ja für die meisten der Anreiz, dass sie da eine steuerliche Entlastung haben und das dagegen rechnen können. Und das ist auch alles gut so. Im letzten Jahr berichteten wir im Rahmen des Argus-Auswilderungsprojektes darüber, dass im ganzen Harzkreis nur 3 Anlaufstellen für Wildtierfunde existieren und dass diese, wie auch der Tierpark am Hexentanzplatz, keinen ausreichenden Hintergrund für eine erfolgreiche Revitalisierung und Auswilderung der Tiere bieten. Eine unabhängige Auffangstation wäre da ein Gewinn, wobei die laufende Finanzierung einer solch qualifizierten Arbeit sicher nicht zu unterschätzen ist. Wir sind mit Jens Rennecke auf dem Hexentanzplatz unterwegs gewesen und sprachen mit ihm über seine Vorstellungen zur Auffangstation. Ja, also als erstes bleibt es natürlich bei unserer Zielsetzung, jedes aufgenommene Wildtier wieder auszubildern, das heißt an die Natur zurückzugeben. Insoweit unterscheiden wir uns natürlich zum Beispiel von jedem Zoo, jedem Tierpark. Wir nehmen grundsätzlich jedes hilfebedürftige Wildtier auf. Das heißt Hund, Katze, Bubi natürlich nicht. Aber alles, was eben unsere Fauna hier zu bieten hat und durch Unfälle verletzt wird oder Jungtiere, die ohne Eltern sind, die werden wir aufnehmen. Die werden wir tierärztlich betreuen und natürlich je nach Tierart entsprechend ausbilden und auf die Ausbilderung vorbereiten. Das ist das Ziel. Und wie gesagt, hier haben wir Platz. Hier werden Gehege entstehen. Und wir werden natürlich hier auch genug Ruhe finden für die Ausbildungstrainings, die bei den meisten Wildtieren eben nachts stattfinden. Ja, das ist das Entscheidende. Deswegen eben schön weit ab von jedem Trubel. Und für uns ist das natürlich ein riesen Standortvorteil hier oben. Gemeinsam besichtigten wir das Hexenhäuschen, in dem zukünftig tierbezogene Souvenirartikel an die Besucher des Hexentanzplatzes verkauft werden sollen. Damit soll die genannte Auffangstation finanziell unterstützt werden. Ob es weitere Unterstützung für das Projekt gibt, steht heute noch nicht fest. Bei uns wird es so sein, wir haben ja, da können wir aus dem Vollen schöpfen, aus unserer langjährigen Arbeit der Wildtierhilfe. Wir haben weit über 100 Videos, die werden also hier in einer Endlosschleife auf dem Fernseher, auf dem Großbildfernseher anwählbar sein. Trainingsinhalte, was ein normaler Mensch noch nie zu Gesicht gekriegt hat. Ja? Wie bringt man einem Wildtier das Jagen bei, ob das ein Fuchs ist oder ob das meine Eule ist. Sachen, die eben noch kein Mensch kennt. Wir werden Aufkleber, Plakate anbieten können. Zum Thema Wildtierschutz und viele andere nutzbringende Dinge eigentlich, ja. Ich möchte vielleicht auch nochmal mal grundsätzlich mich bedanken für die breite Unterstützung, die mir immer noch zuteil wird. Allen voran unser Spielbaummüller, der liebe Frank. Der wird mir also
aus einer Geschäftsauslösung, die jetzt nur ja leider passiert, viele Regale, alles was ich brauche hier, weil die Hütte ist leer, kostenlos überlassen. Ich werde noch Restbestand deiner Waren hier in Kommission, die brauche ich also nicht mal bezahlen. Die gibt er mir hier mit hoch und ich sag mal ganz herzlich danke, weil das ist ja auch ein riesen Vertrauensbeweis, den er da erbringt. Und mir als Existenzgründer hilft das natürlich ungemein. Ideen und Pläne stehen also schon ziemlich konkret fest. Jetzt muss Jens Rennecke nur noch die wichtigsten Hürden nehmen, um die Realisierung tatsächlich umzusetzen. Wir werden natürlich die Entwicklung für Sie weiterhin begleiten.